Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Fallout New Vegas. Nein, das ist Fallout. Oh Gott, wieso vergesse ich das immer? Was ist denn hier los? Was ist denn mit dem falsch? Ja. Ich frage nicht. Ich akzeptiere einfach nur. Was hoffentlich einfach besser ist. So, ja, Wolf, Leute? Was machst du da? Nichts. Also einer macht nichts, weiß ich. So, wenn ich jetzt eigentlich mit meinem Superhaus anfangen wollen würde. Habe ich gar nicht so viel Beton, ne? Wie man erwartet. Es ist natürlich immer nicht so gut. Stahl habe ich, das ist kein Problem. Könnte ich vielleicht Zwischenstrukturen aus Holz machen, ne? Da habe ich auch 2400, ist auch nicht so viel. Wichtig wird halt sein, dass die Strukturen, die man sieht, aus Beton sind. Ihr hört Radio Freedom, die Stimme der Minutemen. Jo. Keine Meldung. Bleibt bei uns, um keine Nachrichten für die Minutemen zu verpassen. Allerdings muss ich natürlich erstmal das Ding vollkriegen, wie es jetzt ist, bis ein Ausbau gerechtfertigt ist. Genau. Lernkurve. Ach, genau. Wir müssen zu Procter & Gamble. Und dort. Berichten, dass wir, naja, sagen wir, gescheitert. Eigentlich sind wir gescheitert. Also natürlich nicht an uns lag. Es war die Gelehrte, die ihrem Leben entschreiten wollte. Freiwillig. Ja, es waren nicht wir, die im Keller mit Piper und der Fat Man rumgespielt hat. Oh, that's what she said. Das klang ein bisschen falsch. An der. Also. Es klingt wirklich falsch. Ja, wie ist es denn eigentlich mit meinen Kabeln los? Warum sind hier so viele? Achtung, Bravo 6-4 bei Rüstungsbucht 2 melden. Bravo 6-4 zu Rüstungsbucht 2. Huch! Ah, ja. Du bist zurück. Wie lief es mit dem Gelehrten? Ja, der Trottel wurde gezeigt. Der Gelehrte hat es nicht geschafft. Gib mir noch eine Chance. Wirklich schade, Ritter. Immerhin ist es ehrenhaft und tapfer, sein Leben im Einsatz zu verlieren. Danach sollten wir alle streben. In der Zwischenzeit bereitet sich ein Gelehrter darauf vor, dich zu begleiten, falls du auf eine weitere Forschungspatrouille aufbrechen möchtest. Aber pass nächstes Mal bitte ein wenig besser auf. Ja, klar. Ich werde wohl noch eine Patrouille überleben. Gut, gut. Da draußen warten eine Menge Informationen, die wir uns nicht entgehen lassen dürfen. Der Gelehrte wartet auf dem Boden auf dich. Da unten. Deine Mission? Eskortieren und beschützen. Ich erwarte einen vollen Erfolg. Jo, auf jeden Fall kriegst du. So, dann versuchen wir es diesmal nochmal, damit wir dann eine erfolgreiche Mission von der Art haben. Und dann, ich will die ja nicht. Das sind ja unendlich viele von dem Typ wahrscheinlich. Die kann man quasi EP farmen. Mache ich nicht. Wir sind ja nicht bei Skyrim und wollen das P in die Länge ziehen, ne? Würden wir ja niemals machen wollen. Niemals. So. Mal wieder durch eine Fluggastbrücke. So. Hallo. Melde mich zum Dienst. Dein Vorgänger ist übrigens gestorben. Wie lautet die Mission? Standard Forschungspatrouille. Ich sammle Daten, du sorgst dafür, dass wir überleben. Alles klar.
Legen wir los. Verstanden. Hier ist der Ort. Du gehst voran. Jo. Südboston Militärkontroll. Ich war da noch nicht. Military Point war ich auch noch nicht. Wie komme ich denn da am besten hin? Ich glaube, über Esther zu Hause als Roboter. Könnte möglich sein, dass das am besten ist. Na? Jetzt so. So, wir müssen hier lang. Was ist das? Ein Kühlmittel, was nicht mehr voll ist, also dementsprechend sinnlos für uns. Jo! Ich würde sagen, Schritt halten. Das ist nur der Zwischenweg, den wir haben. Was ist da hinten los? Vader. Kann ich ja ein bisschen mal aus der Entfernung, würde ich sagen, helfen. Ja. Oh mein Gott. Oh ja. Warte, Eindringlinge. Nein, echt? Huch! Piper! Warn mich vorher, okay? Ey, was ist denn mit dem Vibe? Alter. Junge, Junge, Junge. Haut die da einfach. Alter. Junge, 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 Junge. Übertreibt's ein bisschen. Ach, ich habe übrigens eine Mod gefunden, die so ähnlich das macht, was ich mir da mal gewünscht habe, dass so ziemlich jedes Haus aufgemacht wird. Zwar nur indirekt, dass man nicht in die Häuser rein kann, aber dass die quasi zur Außenwelt dazugehören. Wenn ihr versteht, was ich meine, also dass das quasi keine neuen Räume sind, die man betreten kann, sondern... Ups. Hallo. Das war ein Vertibird. Mal. Länger her. Piper? Nicht. Die sind wohl weg. Schießen. Ich mag übrigens mein neues Visier. Big John Schrottplatz. Was? Hier, hier bei mir. Oh. Piper! Ich stand daneben! Eieiei, huch! Was zum Teufel? Da ist wer! Was war das? Oh oh. Oh oh. Eieiei, nehmt der Piper die... Aber er hat ja gar keine Mini-Atombomben mehr. Das ist ja gut. Verstecken ist sinnlos. Würde ich auch sagen. Wo ist er? Ach, da. Okay, da hinten brauche ich meine Patienz ja für. Hä?
Das gefällt mir schon eher. Komm schon. Na, geht doch. Jawoll. Da ist voll der Krieg hier. Ich glaube eher, es ist der schlechte Tönnies gefällig. Geht ab, diese Frau. Übertreibt. Ja, der Vertibird, ne? Der war mal. Aua. Na, 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 na. Oh. Du wirst erstmal. Ja, komm. Das, du musst doch mal treffen. Wow. Blutpaket und. Mentats bringen uns gar nichts. Wasser. Wow. Ach, komm schon. So. Haben wir? Yo. Na. Wo ist da denn noch einer? Kann doch nicht sein, dass ich an so einem Zaun scheitere. Klar, ein legendärer Supermutantenvollstrecker ist nicht schlimm. Dass der direkt vor mir steht. Ich brauche einen Weg, Ausweg. Durchs Haus, durchs Haus. Nach oben. Das könnte eine Rettung sein für mich. Ich nehme erstmal das Terminal, okay? Ist es, geht das? Okay. Tagebucheintrag, 8.2. Ich habe im Anhänger alle Löcher versiegelt, die ich finden konnte und mich vergewissert, dass alle Rohre dicht sind. Jetzt fehlt nur noch die Lüftung, aber die nehme ich mir nächste Woche vor. Shelley meint, dass wir den Kindern vom Bunker erzählen sollten, damit sie wissen, wohin sie gehen müssen, wenn etwas passiert. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das schon sein muss. Ja, 15.09. Gut, die Lüftung läuft, aber der Generator macht noch Schwierigkeiten. Schaltet sich immer wieder ohne erkennbaren Grund ab und dann funktionieren die Zuluftventilatoren nicht mehr, wodurch offenbar die Falltür vakuum versiegelt wird und man nicht mehr aus dem Bunker kommt. Hoffentlich passiert das nicht nochmal. 28.10. Ich glaube, ich habe das Problem mit dem Generator und der Lüftung jetzt im Griff. Vorräte sind auch alle an Bord. Jetzt müssen wir nur noch warten und hoffen, dass wir sie nicht brauchen. Ich habe Shane und Kimi vom Bunker erzählt, aber wie erklärt man 5- und 7-Jährigen einen Luftschutzbunker? Die müssen nur wissen, wo er ist, also lasse ich sie einen Reim auswendig lernen. Hinter Papa Laden steht ein umgekippter Zug. Hochklettern, reinspringen, das ist schon genug. Aha. Ja dann. Das sieht stabil aus. Ja, ich glaube auch. Aua! Wieso sterben die denn immer? So. Ach komm. Aua, 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 aua! Okay. Okay. Ja, ist nochmal fehlgeschlagen. Ich denke, das mit den Forschungsmissionen ist nichts für mich. Oh, oh. Ja, dann. So. Ach komm, nicht mutieren. Ja, gut.
Eben. Ja. Na toll, Dachboden. Ich habe keinen Ausweg. Doch, habe ich. Übertreib doch mal nicht. Ach, da ist ein Meister noch dazu. Na, wunderbar. Also, der Dachboden ist auch so eine Art Todesfalle. Vielleicht würde mir ein Jet helfen. Alles klar. Das würde mir gar nicht helfen. Das ist natürlich auch super. Da muss ich weiter hier bleiben. Oder oh, scheiße. Ich hoffe, das Auto kann gleich explodieren. So, Huch. Hilfe. Nein, nicht du auch. Nach oben, nach oben, nach oben. Erstmal einen Skill machen. So, was haben wir denn so? Mit der Steigerung der Trefferchance. Ja. Ja, bis die Vitalität oder 2% Gesundheit. Wir brauchen schon Freunde. Du kannst Meisterschlösser und alle Schlösser einfacher knacken. Vielleicht sollte ich das mal anfangen zu machen. Wenn du überladen bist, kannst du schnell reißen. Ich kämpfe, du konsumierst. Das habe ich gar nicht so viel Gesundheit. Mehr Schadensresistenz kann ja auch nichts mit anfangen, ne? Durch viele Übungen verursachen schwere Waffen, sowas besitze ich ja nicht. Neue Rüstungsmods könnte ich natürlich machen, aber sind noch nicht so, glaube ich, so nötig. Waffenlose Angriffe habe ich gerade nicht. Wahrnehmung. Ich denke jetzt einfach mal. Wohl. Guck mal. Das wäre ja auch schon geil. Ich mach das. Könnte natürlich, aber der Charisma wird ganz unnötig sein. Bei den Beweglichkeitssachen. Nicht automatische Pistolen verursachen für die Bude. Als Kampftrainer verursacht das automatische Waffen. Nein. Das sind die Schleichskills. Das ist gut, aber noch nicht so das, was ich jetzt gerade brauche. Glück. Ja. Nee, da waren wir. Was war das? Hier, dieses. Yo. Ist
die Stufe 2 ist Level 9, ist 18, ist 31. Da mache ich nämlich jetzt mehr Schaden. Das kann Spiel sein, Mensch. Wir gewinnen. Hallo. So. Ja, der ist nochmal mutiert. Das ist natürlich super. Yo! Nee, das bringt's auch so nicht. Oh, ich verzweifle an diesem Kampf. Du Schwein! Schwein um wertloses Leben! Yo! Na, von hier, ja, bin ich relativ, dass er mich nicht trifft. Effekte zeigen? Was? Aha. Ja, ja. Trink zwei Wasser, dann geht's mir wieder gut, ne? Was ist das? Chance von 10%? Nein. Ein... Kann ich alles mitnehmen, aber werde ich wahrscheinlich vermutlich nicht brauchen. Ja, was ist denn? Kann irgendwie, wie? Status Stimpak. Bin ich verkrüppelt oder wie? Da bringen wir auch nichts. Zumindest ist sie hier. Ach, die übertreiben wieder meine zwei Freunde hier. So, da kriegt sie ein bisschen was ab. Ich kann währenddessen darauf hoffen. So, hier. Eieiei. So. Puh. Hochgeschwindigkeit zerfetzend Minigun. Piper? Du, wir haben da was für dich. Ja. Was gibt's denn zu tun? Ach du. Gar nichts. Es gibt gar nichts zu tun, weil diese scheiß Mission schon wieder also fehlgeschlagen ist. So. Okay. So, ich soll also hinter einen umgekippten Zug noch vorher gucken, sagte man mir. Ja, auf dem Schrottplatz sind ja auch kaum Züge. Ich glaube, das ist eine... Ach, das ist nur ein Hund. Harmlos. Nichts Besonderes. So, ich will wissen, wo dieser Luftschutzbunker halt ist. Wäre schon geil zu wissen.
vielleicht habe ich ja von hier oben eine bessere Sicht. Perfekt. Dauerhaft bessere Preise. Hinter dem umgekippten Zug. Verdammt, hier ist kein umgekippter Zug. Da ist ein umgekippter Zug. Da ist auch ein prominent aufgestellter Kühlschrank. Aha, der Luftschutz. Die Falltür ist geschlossen. Ja. Warte mal, da war doch irgendwas mit dem Generator. Warte mal. Da stand ja in der Geschichte. So, und jetzt ist das wieder entsiegelt und wir könnten da rein. Liege ich da richtig? Ja. Gut, dass wir die Geschichte gelesen haben. Okay. Ein Luftschutzbunker. Es sollte dringend zu einem Arzt gehen. Ja, hier ist alles, was man braucht, ne? Eine Amateurfunkbox, ein Gleisgewehr, also Waffen. Lebensmittel. Big John Safe Schlüssel. Ein Radio. Oh, das. Oh, ist das romantisch. Schrotmunition. Eine Pistole. Aha. Ach, da haben die Kinder begraben bestimmt. Ja, aber prinzipiell, ich sehe jetzt nicht so viel. Eine Safe werde ich noch öffnen. Er ist jetzt auch zu spät. Vielleicht kann ich aber noch den Fight joinen. Hey! Da kann er nichts gegen machen. Aua. Morgen! Yo! Aha, aha. Ja, gut, dass ihr da wart. Hey. Dank unserer Vertibirds sollten wir die Luftrohre haben. Hey. Du sag mal. Da. Also das. Das Triebwerk, ne? Es brennt. Ja. Die Befreiung des Commonwealth ist eine gewaltige Bürde. Aber wir werden es schaffen. Ja. Natürlich. So, irgendwo hier war doch der Safe. Da. Ja. Ja, aber jetzt würde ich sagen, machen wir einen Cut. Bis dann.